Ich glaube, Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Ich kann bezeugen, dass Jesus Christus lebt und wirklich den Tod bezwungen und besiegt hat. Und es scheint so, dass es hier einige gibt, die dasselbe Bekenntnis mit mir teilen und ja auch daran glaubt. Die Frage, die uns heute beschäftigt an diesem Ostermorgen ist, bist du ein Zeuge der Auferstehung? Und klar ist natürlich, dass wir keine Augenzeugen sind, denn das Ereignis ist schon über 2000 Jahre zurück. Und dennoch die Frage, können wir wirklich Zeugnis davon geben, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Denn das habt ihr eben gerade vollmundig bekannt, oder? Und die Frage ist, wie kann man überhaupt zu einem Zeugen der Auferstehung werden? Denn machen wir uns nichts vor. An die Auferstehung von den Toten zu glauben, ist mindestens herausfordernd. Es ist eine komplizierte Sache. Jemanden klarzumachen, ich glaube, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist, das entspricht nämlich nicht unserer Erfahrung, dass ewiges Leben möglich ist und der Tod wirklich bezwungen wird. Darum die Frage heute, wie wird man überhaupt zu einem Zeugen der Auferstehung Jesu, obwohl das 2000 Jahre zurückliegt und den Text, den Margarete uns gerade vorgelesen hat aus Matthäus 28, ein Augenzeugenbericht ist, aber ich bin da ja nicht dabei. Wie werde ich zu einem lebendigen Zeugen der Auferstehung Jesu? Lasst uns noch einmal in die ersten 6 Verse hineinschauen. Ihr könnt in euren Bibeln oder an der Wand mitlesen. Aber nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich drauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat. Wir dürfen nicht glauben, dass die damaligen Juden einfach alles geglaubt hätten, was man ihnen erzählt hätte. Wenn du denkst, ja, das ist ja ein netter Aberglaube, leichtgläubige Menschen denken das. Damals waren die Menschen nicht so intelligent wie heute. Und natürlich haben die Juden alles geglaubt, was du ihnen erzählt hattest. Nein, die damaligen Juden waren auch sehr skeptisch, wenn es darum geht, dass Verstorbene wieder zum Leben aufwachen. Und vielleicht könnt ihr euch an diesen berühmten zweifelnden Jünger Thomas erinnern. Der hat sich geweigert zu glauben, dass jemand wirklich aus den Toten auferstehen kann. Also wenn Menschen vor 2000 Jahren um die Häuser gezogen sind und erzählt haben, dass jemand aus den Toten auferstanden ist, dann war das auch für sie etwas Sonderbares. Denn Tote sind tot und blieben auch in Israel für gewöhnlich tot. Es ist nicht so, dass alle naselang Menschen auferweckt worden sind und deswegen sie daran glaubten. Sie waren auch nicht naiv und dumm, sondern sie waren so wie du und ich und hatten auch Probleme, das wirklich zu bezeugen, dass da jemand auferstanden ist. Und wir sehen auch bei den Frauen, dass sie nicht eine Sekunde daran geglaubt haben, dass sie den Auferstandenen sehen werden an diesem Ostermorgen. Und der Engel weiß von ihren tiefsten Glaubensüberzeugungen. Der Engel weiß es und er konfrontiert sie damit. Denn wir lesen in Vers 1, dass sie nicht gekommen sind, um den Auferstandenen anzuschauen, sondern ganz am Anfang heißt es, Maria und eine andere Maria kam, um das Grab zu besehen. Vielleicht kennt ihr das nach Beerdigungen. Macht das vielleicht der ein oder andere auch? Nach der Zeremonie, vielleicht 1-2 Tage später, geht man noch einmal zur Beerdigungsstätte und möchte noch mal verinnerlichen, was ist dort eigentlich geschehen. Wir kennen das. Das machen einige unter uns und haben es oft gemacht. Machen es sogar vielleicht jedes Jahr bei ihren Eltern. Wann bist du das letzte Mal zum Friedhof gegangen und hast gesagt, ich will mal Mama und Papa besuchen gehen? Oder Oma und Opa, die werden mich bestimmt dort begrüßen. Du gehst zum Grab,
weil du das Grab dir anschauen möchtest. Vielleicht möchtest du noch ein paar Blumen richten, aber du möchtest keinen Toten auferstanden sehen. Und das ist das, was der Engel weiß, was ihr Motiv ist. Ihr Motiv ist, den Toten sehen, das Grab sich anschauen. Und in Vers 6 treibt der Engel das auf die Spitze, indem er sagt, er ist nicht hier. Nein, verzeiht, in Vers 5, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er sagt nicht, ich weiß, dass ihr gekommen seid, Jesus, den Auferstandenen, zu begegnen, sondern ihr sucht immer noch Jesus, den Gekreuzigten. Ich möchte dir eins sagen, wenn du heute hier bist und Jesus, den Gekreuzigten, suchen möchtest, du wirst sie nicht finden, weil er nicht mehr im Tod geblieben ist. Und diese Verse zeigen die ganze Spannung. Wir haben oft ein sehr löbliches Bild von den Frauen, weil sie so hingegeben sind. Und da möchte ich auch nichts abschmälern. Ich möchte nämlich kein Problem mit den Frauen in diesem Raum kriegen. Durchaus sind die Frauen in den Evangelien ein sehr, sehr großes Glaubensvorbild. Und sie waren diejenigen, die nicht weggerannt sind, als Jesus gekreuzigt wurde, wie die ollen Männer. Männer, seid ihr da? Na, einige sind schon weg. Wir müssen die Fenster schließen. Nein. Kriegen wir mit dem Ordnungsamt Probleme. Die Frauen, natürlich, sie waren hingegeben, sie haben Jesus lieb gehabt, aber sie sind nicht gekommen, um einem Lebenden zu begegnen, sondern sie sind gegangen, um den Gekreuzigten zu suchen, den, der gestorben ist. Und was tut jetzt der Engel? Der Engel sieht ihre persönliche Überzeugung, ihre Glaubensüberzeugung, ich würde sogar sagen, er sieht ihren persönlichen Unglauben, und er setzt ihren persönlichen Unglauben mit Jesu Worten ins Verhältnis. Denn er sagt in Vers 6, er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden. Und jetzt kommt eine ziemlich entscheidende Sache am Ende von Vers 6, wie er gesagt hat. Das bedeutet, der Engel bringt hier keine neue Information, was an Ostermorgen geschehen sollte, sondern er sagt, das, was ihr hier vorfindet, ist etwas, was euch schon gesagt wurde. Und Jesus hatte mindestens dreimal seine Auferstehung angekündigt bzw. versprochen. Wir sind ja gerade im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, und die Vorzeigechristen, die ihre Bibeln dabei haben, sehen, dass das letzte Kapitel im Matthäus-Evangelium ist. Das sind die letzten Worte, die wir uns anschauen. Im Matthäus-Evangelium, wenn wir jetzt nach vorne blättern, finden wir, dass Jesus dreimal davon spricht, Leute, was wird am Ende meiner Tage geschehen? In Matthäus 16, Vers 21 lesen wir, von der Zeit an, also von Matthäus 16 an, begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet, Karfreitag, und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Das hat er einmal gesagt. In Matthäus 17, Vers 23 lesen wir, wie Jesus über sich spricht, sie werden ihn, also mich, sie werden ihn töten und am dritten Tag wird er auferweckt werden. In der Bibel sind Dinge wichtig, wenn sie einmal stehen, aber sie sind besonders dann wichtig, wenn sie sogar dreimal erwähnt werden. Jesus wird nicht müde, in Matthäus 20, Vers 19, zu wiederholen, seinen Jüngern zu versprechen. Sie werden ihn, er spricht wieder über sich, sie werden ihn den Nationen überliefern, also den Nichtjuden, um ihn zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen. Und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Das ist das, was Jesus immer wieder seinen Jüngern nahegelegt hat, das wird geschehen, das muss sogar geschehen und ich werde am dritten Tag auferstehen. Und der Engel begegnet jetzt diesen Frauen und er setzt das ins Verhältnis, was wir eben gerade gelesen haben, was die Jünger dreimal mindestens gehört haben aus dem Munde Jesu, sagt, das ist versprochen und das ist eure Überzeugung und das passt nicht zueinander. Was der Engel hier zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass ihr müsst nicht Rätsel raten. Ihr müsst nicht überlegen, was könnte uns am Grab widerfahren.
ihr müsst euch einfach nur einlassen auf die versprochenen Worte, die dir gesagt worden sind. Das ist das, was eigentlich die Erwartungshaltung in Gottes Augen an dich ist. Vertraust du dem, was Gott dir versprochen hat? Rechnest du mit den Dingen, die Gott dir zugesagt hat? Oder gehst du an ihn vorbei und der Engel bringt sie gerade in dieses Dilemma? Wir haben es gehört, aber wir haben es nicht eine Sekunde ernst genommen, geglaubt. Und wir müssen uns das vorstellen, diese Jünger, die haben ja alles aufgegeben, um diesen Jesus zu folgen. Jesus war ihr Lebensinhalt. Sie haben ihn komplett vertraut. Und so ist das in jeder guten Beziehung. Auch in jeder guten Vertrauensbeziehung, da gibt es irgendwie Dinge, wo es uns schwerfällt, unserem Gegenüber wirklich Vertrauen zu schenken. Die Jünger waren nicht perfekt. Ja, sie haben ihrem Meister, ihrem Lehrer, ihrem Rabbi, dem Christus vertraut. Und dennoch an dieser Stelle sehen wir, wovon sie in Wahrheit tief drinnen überzeugt waren. Denn unsere tiefsten Überzeugungen spiegeln sich in unserem Handeln wider. Das, was du tust, zeigt, was du wirklich glaubst. Und diese Frauen waren nicht von einem Glauben beseelt, Jesus hält Wort. Jesus wird sein Versprechen durchbringen. Und wer hat geglaubt? Wer hat geglaubt am Ostermorgen? Nicht ein einziger. Niemand. Bisschen ernüchternd, so diese Bilanz, wenn Jesus, wer glaubt so am Ende? Niemand. Das ist schon krass. Nicht eine einzige Person konnte mit den Dingen etwas anfangen, von denen Jesus gesprochen hat. Aber für den Engel ist klar, du musst dir nicht irgendwelche Dinge ausdenken, worauf du vertrauen sollst, worauf du setzen sollst, sondern einfach nur hören, was Gott dir sagt und einen Glaubensschritt tun, das Risiko eingehen und damit rechnen, dass Gott sein Wort hält und Wahrheit spricht. Und es handelt sich hierbei, was der Engel hier gerade bringt, es handelt sich hierbei um ein geistliches Prinzip, das schon im Alten Testament und bis zum heutigen Tag gilt. Und dieses Prinzip nennt sich Glaube. Darum geht es. Damit werden sie konfrontiert. Glaubt. Wir lesen in Hebräer 11, Vers 1 bis 2. Ich finde es sehr schön, wie der Hebräerbrief den Begriff des Glaubens beschreibt. Dort heißt es, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten, also im Alten Testament die Leute, Zeugnis erhalten. Das bedeutet, sie wurden gelobt dafür, dass sie sich als gläubig erwiesen haben, dass sie Dinge, die ihnen versprochen wurden, die ihnen gesagt wurden, die sie nicht gesehen haben, für unglaublich hielten, dennoch festgehalten haben und dann von Gott bestätigt wurden, gesegnet wurden, weil sie das Unmögliche für möglich gehalten haben, weil Gott größer ist als unsere Unmöglichkeiten. Das ist der Glaubensbegriff aus Hebräer 11. Und das ist das, was der Engel von den Frauen fordert an diesem Ostermorgen. Und das ist das, was Gott von dir und mir an diesem Ostermorgen fordert. Und der Hebräerbriefschreiber ist so nett und gibt uns ein paar Beispiele, wie im Alten Testament Menschen geglaubt haben, Dinge, die sie nicht gesehen haben und gesegnet wurden. Es wird in Hebräer 11, Vers 7 über Noah gesprochen. Durch Glauben baute Noah, als seine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Noah hat noch kein Wasser gesehen, da war noch keine Flut in Anmarsch, aber es gibt eine Botschaft, es gibt eine Weisung Gottes und obwohl er es nicht sieht, vertraut nur und geht den Weg und wird dann daraufhin gesegnet. Hebräer 11, Vers 11 wird über Abraham geschrieben. Durch Glauben empfing Abraham, auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Also, sie waren eigentlich schon viel zu alt,
und Gott hat ihnen ein Versprechen gegeben, ihr werdet dennoch Nachkommen bekommen. Und da ist es geschehen, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Gott gibt mir ein Versprechen, ich sehe da nichts. Das ist so weit weg von mir, dass das wahr werden kann. Ich möchte vertrauen, dass Gott treu ist und ausprobieren, ob er zu seinem Wort steht. In Hebräer 11, Vers 29 wird über Mose gesprochen und das Volk Israel. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie über trockenes Land, während die Ägypter, als sie es versuchten, verschlungen wurden. Hier haben wir Mose, wie er im Glauben voranschreiten musste und durch das Meer gehen sollte, was eigentlich unmöglich war. Und zu guter Letzt, bei wem sehen wir es noch? Jetzt gehen wir vom Hebräerbrief weg ins Lukas-Evangelium, Kapitel 5, Vers 4 bis 6. Die Jünger kennen nämlich eigentlich schon dieses Prinzip. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Petrus als Fischer. Und Simon, das ist Petrus, antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Nicht auf das, was ich sehe, nicht auf das, was für mich logisch schlüssig ist, sondern auf dein Wort hin. Ich habe noch gar keine Erfahrungswerte mit dir, aber irgendwas ist da. Ein Überzeugtsein deinerseits, was mich irgendwie anspornt zu sagen, okay, auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und so legt uns immer wieder Gott ein Wort oder ein Versprechen hin. Und auf diesem gesprochenen Wort soll unser Vertrauen sich gründen. Und wenn wir uns auf dieses Versprechen einlassen, dann werden wir Gottes Vertrauenswürdigkeit, Treue und Zuneigung erfahren. Wenn du heute hier sitzt und sagst, ich höre, dass da jemand, wir haben es im Kinderbeitrag gehört, Jesus ist auferstanden und der kann uns heute helfen, fand ich einen sehr, sehr schönen Satz. Wenn er tot gewesen wäre, könnte er uns heute nicht helfen. Warum erfahre ich nichts von dieser Zuneigung, von diesem Jesus? Warum erfahre ich nichts von seiner Treue und von seiner Vertrauenswürdigkeit? Vielleicht liegt es daran, dass du nicht dein Vertrauen auf seine Zusagen und seine Versprechen gelegt hast. Und das ist ein Risiko. Du musst diesen Schritt gehen, um zu erleben, dass der Herr treu ist. Wenn du erleben möchtest, dass Jesus wirklich auferstanden ist, musst du bereit sein, ihm dein Glauben zu schenken, ihm dein Glauben zu leihen, sagen, Herr, Jesus, völlig verrückt, auf dein Wort hin will ich es probieren. Anders geht das Ding mit Jesus nicht. So funktioniert das nämlich. Und die Frauen stecken in einer Sackgasse, weil sie genau das nicht getan haben. Und jetzt sitzen sie dort und können nicht weiter geradeaus gehen, weil sie haben dieses Versprechen, was ihnen gegeben wurde, haben sie nicht vertraut. Sie haben den Gekreuzigten gesucht, nicht den Auferstandenen, so wie versprochen. Und jetzt sitzen sie da, ein bisschen bedeppert. Was geschieht jetzt? Der Engel macht in Vers 7, Matthäus 28, Vers 7, etwas Wunderbares. Dieses Prinzip, was wir uns eben gerade angeschaut haben, dein Vertrauen gründet auf ein Versprechen von Gott, wendet er einfach wieder neu an und gibt ihnen eine neue Chance, auf dieses Glaubensprinzip einzugehen. In Vers 7 sagt er, geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Wort, ich gebe dir ein Versprechen, geht. Ein Versprechen wird den Frauen gegeben und dieses Versprechen wartet darauf, beim Wort genommen zu werden. Wenn du Gott erfahren möchtest, dass er wirklich auferstanden ist, gilt es auch, dies zu tun, das, was er sagt, auszuprobieren, ob er Recht behält. Und das Entscheidende, was in dieser ganzen Geschichte geschieht, finden wir in Vers 8.
und sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude und liefen, es seinen Jüngern zu verkündigen. Vielleicht würdet ihr sagen, Moment mal, die Begegnung mit dem Auferstandenen ist dann das Highlight. Für mich ist der Vers 8 das Highlight und das Entscheidende. Warum? Was hat der Engel ihnen eben gerade gesagt? Er hat ihnen zwei Dinge gesagt. Geht schnell und sagt es seinen Jüngern. Geht schnell, sagt es seinen Jüngern. Und dann werdet ihr etwas erleben. Und was lesen wir in Vers 8? Sie gingen schnell, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Versteht ihr? Die waren eben gerade voll an die Wand gefahren, haben gemerkt, irgendwie haben wir es immer noch nicht geschnallt, worum es geht, wie man Gott erfährt, wie man ein treuer Knecht Gottes ist, ein Jünger Jesu ist. Irgendwie haben wir das wieder nicht verstanden und stehen vor einem leeren Grab und sind irgendwie, wir bekommen das nicht auf die Kette und jetzt sind wir eigentlich in einer Sackgasse und dann kommt der Engel und bringt dieses Prinzip noch einmal. Und jetzt geht, erzählt. Und sie gehen und sind im Begriff, es zu erzählen oder wollen es gleich erzählen. Das Interessante an dieser Stelle ist, achtet darauf, sie haben bis jetzt den Auferstandenen noch nicht einmal gesehen. Wir würden sagen, Moment mal, Frauen, Moment, stopp, noch nicht weitergehen. Ihr könnt noch nicht erzählen, dass Jesus auferstanden ist, weil ihr ihn ja noch nicht gesehen habt. Aber sie waren bereit zu glauben. Sie waren bereit, auf dieses göttliche Prinzip einzugehen und zu sagen, okay, Herr, auf dein Wort hin werden wir es tun. Wir werden es wagen, auch wenn wir haben den Toten ja noch nicht mal gesehen. Aber wir wollen sehen, ob das als Resultat, was dabei herauskommen soll, ob das wirklich Wahrheit wird. Sie lassen sich auf das Versprechen ein. Meine Lieben, das ist Glaube in Aktion. Und darum geht es hier in diesem Abschnitt. Und jetzt kommt Vers, keine Sorge, wir gehen nicht durch alle Verse in diesem Tempo. Und dann kommt Vers 9. Und hier sehen wir, wie treu Gott ist. Und er nicht lange auf sich warten lässt, wenn wir uns auf ihn wirklich einlassen mit Haut und Haar. In Vers 9 heißt es, als sie gerade schnell gingen und zu den Jüngern erzählen wollten, und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Was geschieht hier? Was hat der Engel gesagt? Geht, erzählt, was wird dann passieren? Jesus wird den Jüngern in Galiläa begegnen. Die Frauen sind noch nicht in Galiläa. Die haben sich gerade erst aufgemacht zum Gehen. Versteht ihr? Die sind noch lange nicht am Ziel. Die haben noch nicht mal ein Wort gesprochen zu den Jüngern. Die hatten nur den festen Entschluss, ja, ich will. Ja, ich vertraue. Ja, ich werde gehen. Was macht Jesus? Er hat gar keine Veranlassung zu sagen, ich komme jetzt mal um die Ecke und werde vor der Zeit diesen Frauen begegnen. Versprochen ist, später. Aber meine Lieben, hier zeigt sich in diesen Versen das tiefe Wesen unseres auferstandenen Jesus Christus. Dass er dir gerne entgegenkommt. Dass er dich belohnt. Dass er dich beschenkt und überschüttet mit Segen. Obwohl du noch gar nicht an dem Ziel gekommen bist. Nur der Entschluss, das zaghafte Vertrauen hat Jesus gereicht, um zu diesen Frauen zu gehen und sie zu beschenken. Warum tut Jesus das? Weil er sie lieb hat. Er muss es nicht. Außerhalb seiner Agenda handelt er und kommt ihnen entgegen. Und er würdigt ihr Vertrauen. Er würdigt damit ihren Glauben. Und seht ihr in Vers 10, ich glaube, den Vers haben wir jetzt nicht auf der Wand, in Vers 10 sagt Jesus wieder etwas zu ihnen. Da spricht Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Wer hat das schon mal gesagt? Der Engel. Fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündigt meinen Brüdern.
Jesus, das war äußerst unnötig, denn das, was du gerade erzählst, hat schon der Engel gesagt. Er hat gesagt, fürchtet euch nicht, geht hin, hat schon der Engel gesagt. Verkündigt und erzählt, hat schon der Engel gesagt. Jesus bringt hier nichts Neues. Dieses Treffen hat keinen Mehrwert als solches. Es bringt nichts Neues in die Geschichte, soll uns aber zeigen, dort, wo etwas zu wunderbar für dich ist, zu krass, und du dich aber im Glauben darauf einlässt, das festhältst, was du noch nicht siehst, wird Gott mit Segen kommen und dich beschenken. Darum, seid nicht überrascht, wenn Gott euren Vertrauensschritt segnet. Oder wie Hans-Peter immer so schön sagt, wir wollen uns nicht wundern, wenn Gott ein Wunder tut. Amen. Denn in Hebräer 11, Vers 6 heißt es, und das ist eine Konfrontation am Ostermorgen für uns alle. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Hörst du dieses Wort? Es ist Gottes Wunsch und Wille, dass wenn du ihn suchst, dass du damit rechnest, dass er dich belohnen wird, dass er dich beschenken wird. Allein dieser Satz stellt so viele Glaubensvorstellungen, Gottesvorstellungen unserer Zeit massiv auf den Kopf. Wenn ich Gott suche, dann wird er mich erstmal auspeitschen, dann wird er erstmal zornig auf mich sein. Wenn du Gott suchst, musst du glauben, musst du darauf vertrauen, dass er ein Belohner ist, dass er ein Segnender ist, ein Gebender, ein Schenkender. Und du wirst nur den auferstandenen Jesus in Macht und Kraft erleben in deinem Leben, wenn du sagst, Herr, ich lasse mich drauf ein. Das, was ich nicht sehe, das möchte ich festhalten, wie diese Frauen. Und ich möchte es wagen und damit rechnen, dass du ein Belohner für mich bist. Wir springen in Matthäus 28, Vers 16 bis 17. Endlich sind wir an den Ort angekommen des Versprechens in Galiläa. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Vielleicht denkt ihr auch so, wie ich manchmal, wenn ich so die Bibeltexte lese, ja, wenn ich das erlebt hätte wie die, dann hätte ich das auch alles geglaubt. Dann wäre es für mich viel leichter, davon Zeugnis zu geben. Wenn ich auch live dabei gewesen wäre, wenn ich die ganzen Wunder erlebt hätte, ist doch klar, dass man dann glaubt, wenn man das sieht. Und auch hier wieder, glaubt ja nicht, dass eine übernatürliche Erfahrung automatisch jeden Zweifel im Keim erstickt. Denn wir lesen in Vers 17, einige warfen sich vor Jesus nieder, was nichts anderes ist als ein Anbetungsakt vor einem Gott. Nichts anderes. Und einige wussten, ja, das ist es, das ist es. Und die anderen stehen daneben, sehen den Auferstandenen mit ihren eigenen Augen. Nee. Das, was die da gerade, nee. Ich wäre so gerne in dem Raum dabei gewesen, um zu sehen, wie die gezweifelt haben. Und unter uns? Hier gibt es auch einige, die schon voller Anbetung sind zu diesem Auferstandenen. Aber es gibt auch einige in dem Raum, die so stehen, ne, kann nicht sein. Unmöglich. Ich zweifle lieber. In den Versen 11 bis 15, die ich gerade ausgelassen habe, erfahren wir, dass Gerüchte aufkamen, dass Jesu Leib geraubt wurde aus dem Grab. Habt ihr das noch in Erinnerung? Da wollten die Politiker und die Führenden wollten so ein bisschen den Christen das Geschäft vermiesen und sagen, ja, die haben den gestohlen und deswegen ist das Grab leer. Warum ist das wichtig überhaupt, dass wir das wissen? Ganz einfach.
Dort kommen Gerüchte auf, was mit Jesus geschehen ist. Und kurze Zeit später sehen wir, wie Menschen Jesus begegnen und zweifeln. Das bedeutet, dass die zweifelnde Umwelt, in der wir uns bewegen, auch Einfluss auf unser Herz hat. Auf unser Denken, auf unsere Vorstellungskraft, auf unseren Glauben. Dass auch wir, wenn wir auch an Gott glauben wollen, auch merken, die Umwelt um mich herum, da sind Ideen, Theorien, Gerüchte, Küche, brodelt und ich stecke da irgendwie mit drin, das kommt mir ins Ohr und dann auf einmal bin ich in dieser Situation und ich zweifle. Und wer kennt das nicht hier in diesem Raum, diese zweifelnden Gedanken? Und wer sich jetzt meldet, darf gerne hier meinen Platz übernehmen und gleich weiter predigen. Sie erfahren alle dasselbe und reagieren trotzdem unterschiedlich. Und schon wieder haben wir in dieser Geschichte Menschen, die so wie die Frauen ungläubig waren und in eine Sackgasse kamen. Wieder gescheitert. Wieder nicht das für voll genommen, was gesagt wurde. Schon wieder nicht. Wie reagiert Jesus in solchen Situationen, wenn wir in die Sackgasse kommen und merken, ich habe nicht geglaubt, mein Glaube hat nicht gereicht? Wie reagiert Jesus? Jesus gibt in den Versen 18 bis 20 ein neues Versprechen. Nicht nur für die Superheroes der Glaubenden, sondern auch für die Zweifler, meine Freunde. In Vers 18 bis 20. Schaut mal, ob ihr Elemente findet vom Auftrag der Frauen in diesem Text. Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach mit allen, mit den Glaubenden und mit den Zweifelnden. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Freunde, das ist eigentlich mit ein paar Ausschmückungen so ziemlich genau das Gleiche, was den Frauen weitergegeben wurde. Geht und erzählt. Geht und erzählt, hat Jesus dann wiederholt, den Engelsauftrag. Und jetzt sind wieder zweifelnde Jünger da. Jesus sagt nicht, sag zu, hast nicht geglaubt, hast Pech gehabt, tschüss, ich bin mal im Himmelreich. Sondern ich sehe, du glaubst und ich sehe, du zweifelst. Ich möchte dir sagen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geh und erzähl. Und was soll die Konsequenz dann sein? Was sagt Jesus? Er sagt nicht einfach, ihr sollt das tun im Glauben. Er gibt uns auch etwas, was darauf folgen wird. Und zwar sagt er, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Er sagt nicht, und siehe, ich werde irgendwann wiederkommen. Auch das wird geschehen. Aber er gibt ihnen ein Versprechen. Wenn ihr euren Glauben auf mich setzt und mir vertraut, dann verspreche ich euch, ich werde jetzt mit euch sein. Ihr werdet jetzt meine Auferstehungskraft erleben. Ihr werdet sehen, dass Gott in eurem Leben präsent sein wird. Der Auferstandene wird mit seiner erfahrbaren Vollmacht bei uns sein, bis ans Ende aller Tage. Diese Abschlussverse des Matthäus, das sind die letzten Worte. Die laden den Leser dazu ein, dich und mich, Jesus zu vertrauen und ein Zeuge der Auferstehung zu werden. Nichts anderes will dieser Text von uns. Vertraust du als Zweifelnder, der du da sitzt und stehst und bist bereit, ihm dein Vertrauen zu schenken und dann zu erleben, wie der Auferstandene sich zu dir stellt und dir hilft, wie wir gehört haben im Kinderanspiel, dass er dann bei dir ist. Nein, du kannst kein Augenzeuge der Auferstehung sein. Aber jeder, der sein Glauben, sein Vertrauen auf Jesus wirft und ihm nachfolgt, wird Zeuge des Auferstandenen werden, dass er eingreift in dein Leben. Denn Gott liebt dich.
Er ist aus Liebe Mensch geworden, um für deine Unzulänglichkeiten, für dein Versagen, deine Schuld und deine Gottesferne den Tod zu sterben, den wir alle verdienen. Das hat der Karfreitag bewiesen. Aber Christus ist nicht im Tod geblieben, sondern er ist auferstanden und kann nun allen Glaubenden, alle, die ihm vertrauen, das ewige Leben schenken, das wir aus eigener Anstrengung nicht verdienen können. Ist das zu schwer zu glauben, dass das möglich ist? Ewigkeit im Herzen, eine versöhnte Beziehung mit dem himmlischen Vater, hier und jetzt? Ich möchte mit einer Illustration zum Ende kommen. Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Fragt ein Zwilling im Bauch seiner Mutter. Ja, auf jeden Fall. Hier drinnen wachsen wir und werden für das, was draußen kommen wird, vorbereitet, antwortet der andere Zwilling im Bauch seiner Mutter. Ich glaube, das ist Blödsinn, sagt der Erste. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie soll das denn bitte schön aussehen? Ja, so ganz genau weiß ich das auch nicht, aber es wird sich sicher viel heller als hier sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört. Mit dem Mund essen, was für eine verrückte Idee. Es gibt doch nur die Nabelschnur, die uns ernährt. Und was willst du, und wie willst du herumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur viel zu kurz. Doch, es geht bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders. Du spinnst. Es ist noch nie einer zurückgekommen nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Punktum. Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden und sie wird für uns sorgen. Mutter? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter. Wo ist sie denn bitte? Na, hier. Überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. Quatsch. Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt. Also gibt es sie auch nicht. Doch. Manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wie sie unsere Welt streichelt. Woher kannst du wissen, dass es ein Leben nicht nach der Geburt, sondern nach dem Tod gibt? Ewigkeit, worum es in der Auferstehung geht. Ich kann dir keinen Beweis geben, von Dingen, die außerhalb meiner Erfahrung liegen. Aber mein Erfahrungshorizont zeigt mir, dass Jesus Christus nicht nur gestorben ist, sondern dass Jesus wirklich auferstanden ist und sein Versprechen aus Matthäus 28 gilt und seine Vollmacht, die ihm gegeben ist im Himmel und auf Erden, spürbar und erfahrbar ist im Hier und Jetzt, wenn er meine Welt streichelt, wenn er sein Lied singt. Denn Jesus reagiert auf Gebet und nicht, weil er nur gestorben ist, sondern weil er auferstanden ist. Er gibt den Müden Kraft, dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Er spendet den Trauernden Trost, er verleiht dem Ausgestoßenen Wertschätzung. Er gibt dem Sünder Vergebung und schenkt Hoffnung im Chaos, Frieden im Streit, Freude im Leid, Ruhe im Elend und Kraft in der Niedergeschlagenheit. Das kann kein toter Jesus. Das kann nur ein auferstandener Herr. Und das ist unser Glaubensbekenntnis. Und das macht uns nach 2000 Jahren zu echten Zeugen der Auferstehung, dass der Auferstandene lebt. Darum, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet, dass Jesus von den Toten auferweckt worden ist und ihr werdet erfahren, dass Jesus bei euch ist, bis ans Ende aller Tage. Amen. Amen.